3, 2, 2, 1. Ey, das war nur mein Dingsbums, weil ich gerade mein Intro-Dings. Also. Ich grüße euch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Leute, Squad Builder Battle Time. Und ich habe mir niemand geringeren als den guten alten Tabaco, El Tabak, ein Tabak rausgesucht. Beziehungsweise ich danke dir für die Einladung, Tone. Grüße dich, Bruder. Freut mich, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Servus, Leute, ich bin's, der Tabak. Freut mich, mal wieder hier zu sein. Es ist schon ein paar Wochen, Monate her, dass wir zusammen was aufgenommen haben. Genau. Aber deswegen freue ich mich umso mehr. Heute ist SBB-Time. Und was haben wir mit am Start? Alter, Food Birthday, Ibra und du, mein Bruder. Wem hast du? Ich habe Ibra im Sturm. Das heißt, die werden aufeinander laufen. Abwehr gegen Stürmer, da bin ich gespannt, wie das aussieht. Genau, süß. Ich bin aber auch trotzdem mega, mega neidisch, dass du den Flashback hast. Ich habe den leider etwas verpennt. Nein, ich habe den verpennt. Okay. Sehr, sehr schade, aber ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie er in der Innenverteidigung sein wird. Und Leute, das Video von Tone, also von Tabak, ist jetzt zwei Tage früher raus als meines. Solltet ihr das noch nicht gesehen haben, geht bitte im Anschluss zu ihm rüber. Lasst gerne Liebe da, lasst ein paar Däumchen nach oben hier, lasst auch hier gerne ein paar Däumchen nach oben, da würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Ja, ich denke, wir haben genug belabert. Ich habe sehr, sehr viel Angst. Willst du reinhalten? Ich würde sagen, ich halte dann schon mal meine Spieler rein. Ja, mach mal. Ich habe dich schon drin. Und ich habe keine Ahnung, übrigens, wir machen jetzt bei den Torwart und den linken Innenverteidiger, gell? Genau, so ist es. Good. Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwie, ich spüre es. Entweder hast du den Torhüter genommen, den Schweden, den Olsen oder den SBC Hau. Ich bin aber auf ganz, ganz safe gegangen. Das ist bestimmt ein ganz bekannter. Ja, der ist mehr als ich bekannt. Ich wollte schon abnehmen. Ah, du meinst den Inform von der MLS? Nein, Bingham von LA Galaxy, damit er seinen grünen Link hat. Und sein Partner daneben ist auch ein Flashback. Also das, jetzt habe ich auch einen Flashback, nämlich David Lewis. Okay, gute Links. Ich habe Lindelöf aufgeschrieben, Schwede. Und Olsson eben, der andere, der schwedische Torhüter, dachte ich, dass er da ein bisschen was macht. Oh no, da hätte ich doch Howard nehmen können. Ja, der war zu risky. Genau, also ich bin linker Stürmer und rechtes Mittelfeld, gell? Ja. Perfekt. Linker Stürmer habe ich mich für eine Ikone entschieden und da passt doch der Schwede ganz gut, oder? Oh mein Gott. Ich habe ihn noch nicht in meinem Team, aber das ist die Prime von Larsson. 90er-Variante, ich freue mich auf den. Habt ihr noch nie gespielt dieses Jahr? Und übrigens, Prime-Alken, habe ich da was gehört, Pato? Hallo? Funk ist gerade ganz schlecht. Nein, also da ist gerade Funkloch oder sonstiges. Auf jeden Fall, ich gucke die ganze Zeit auf meinen Torwart, als du Larsson gesagt hast, mein Torwart wird sich freuen. Nicht 67 Rating hat mein Torhüter. 67? Ja. Oh mein Gott. Ja. Das wird alles andere als lecker. Und rechtes Mittelfeld habe ich, den hast du hoffentlich nicht. Das ist Bella Rabi. Ah, ganz, ganz stark. Alessandrini und Rooney. Okay, ja. Alessandrini war also offensichtlich, den wollte ich eigentlich auch nehmen. Mittelfeld und Linksverteidiger bei El Tapaco. Ich halte rein. Linkes Mittelfeld, da fange ich an, okay? Ja. Da habe ich einen Spieler von FC Bayern München, den wollte ich unbedingt mal testen. Na. Dieses Jahr bis jetzt. Ist noch nicht dazu gekommen. Ist Franck Ribéry, seine neue Karte da, Carnival. Linkes ZM ist dann auch ein Spieler von Bayern. Oh, ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass du da irgendwie hingekommen bist. Ist Goretzka seine POTM-Karte? Oh Mann, ich habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl, das war eigentlich total das Eigentor mit Bellarabi. Und natürlich muss ich da einen deutschen Spieler nehmen aus der MLS und das ist Schweinsteiger. Und bevor du jetzt was sagst, bitte schau dir diese Stats an. 96 Tempo, 95 Dribbling, bitte hast du den irgendwie nicht getroffen. Statt Schweini habe ich Dembélé aufgeschrieben. Ich habe zwischen den Zweien habe ich so lange geschwankt. Ich habe in der Situation nämlich vergessen, dass Ibra noch einen Link braucht und deswegen habe ich nicht so direkt an die MLS-Spieler gedacht. Oh, echt jetzt? Ja, Dembélé. Aber Bellarabi hat mich zu einem anderen Spieler geführt. Zu welchem? Zu Goretzka. Nein, oh, Goretzka. Ja. Ich habe den noch nie in meinen SG gegeben. Und ich habe Leroy Sané aufgeschrieben. Okay, gut. Aber jetzt muss ich einen deutschen Torhüter und ich denke, ich weiß, für wen es Zeit ist. Öschlängel, Öschlängel. Ja. Die Legende, ja, Mann, ich liebe dich. Der Öschlängel. Okay, dann halte ich mal rein. Okay, Brudi. Also Hardcore-Zuschauer sollten meinen Linksverteidiger schon langsam kennen. Er spielt bei Brighton, ist Brasilianer und heißt Bernardo. Ich schwöre es dir, meine Abwehr ist wirklich, als würdest du mich schon bestraft haben. Mit meinem Rechtsverteidiger schimpft sich nämlich Williams, 67 Rating. Nein.
nein. Ich hab... Ja, Escobar, das ist der einzige Impfer aus der MLS gewesen. Und Alonso von Chelsea. Ich dachte, du den Alonso hatte ich, Alonso hatte ich so lange überlegt. Habe ich nicht. Echt? Ja, Gott sei Dank. Dann würde ich sagen, legen wir jetzt los mit den nächsten Spielern. Ich darf bei dir die drei Mittelfeldspieler treffen. Ja. Dann halte ich doch mal meine schöne Tafel rein. Okay. Und ich bin gespannt, wen du da wirklich im Mittelfeld hattest. Kann es sein, dass du Kanté vielleicht aufgeschrieben hast? Vielleicht. Ich habe mich für UCL Fred entschieden. ZM habe ich einen genommen, den ich dir rausgesniped habe. Was? Gut, jetzt kommt. Ja, aber die OTW-Version. Ich muss jetzt nur ganz kurz schauen. Nicht schlecht, okay. Und schon rechts habe ich auch eine Prime-Icon genommen. Das ist meine Prime-Icon SBB-Ho. Das ist Roy Keane. Roy Keane, okay, der gute Mann. Du hast was, oder? Du hast was. Nein, ich habe echt da Kanté aufgeschrieben, Mann. Was? Und ich wollte nur mal sicher gehen, weil ich so ein kleiner Fixer bin. Schau mal, Kanté, Jorginho und Fernandinho. Oh mein Gott. Du nimmst, du nimmst Fred. Oh mein Gott. Ich wollte nur einen treffen, okay? Aber ich treffe gar keinen. Oh, Gott sei Dank. Glück gehabt. Dann machen wir jetzt die Außenverteidiger. Ja. Ich fange an mit den Linken, weil der ist ein bisschen einfacher. Also den hast du hoffentlich nicht getroffen. Das ist aber ein Franzose aus der Premier League. Den habe ich noch nicht gekauft. Weil wer weiß, warte, ob du einen triffst. Warte. Ich schreibe nur was in Klammer. Geht schon. Okay, als Linksverteidiger habe ich Laporte. Aber warum schreibe ich 87er Inform. Schreibe ich was in Klammer? Ist total unnötig. Aber okay, weiter geht's. Und Rechtsverteidiger, da ist es jetzt schwierig. Da konnte ich mich entscheiden zwischen zum Beispiel Da Costa, vielleicht ein Mitchell Weiser. Aber ich habe mich letztendlich für den Spieler von Bayern München entschieden, namens Joshua Kimmich, die 87er Karte. Oh, no. Weißt du, was ich in Klammer geschrieben habe? Was? Manchester City. Aber weißt du, ja, aber, weißt, was ja vor Manchester City steht? Mendy. Ja! Servus. Und Da Costa. Da hatte ich aber Glück. Da Costa wollte ich auch eigentlich nehmen. Aber der rechte Innenverteidiger ist, denke ich mal, das Spannendste. Ich fange jetzt einfach mal mit dem rechten Innenverteidiger an. Ich musste ja Schweinsteiger irgendwie noch auf Kimi bringen. Und deswegen habe ich mich für den Spieler von Paris entschieden. Das ist Kehrer. Viel Wahl oder viele Möglichkeiten hatte ich nicht. Okay. Kehrer und linke Innenverteidigung passt halt dann gut zu Kehrer. Das ist einmal Kimpembe, seine UCL-Live-Karte. Oder was hat er? Ja, 87er-Karte, genau. Ohne Tor ist dann ein Kroate, der darf nicht fehlen in der heutigen Folge. Subasic, genau. Das, hast du irgendwas getroffen? Das hast du ich so nicht gut gelöst. Ich habe Stark, Rüdiger und Ter Stegen. Ja, hätte ich ja theoretisch genauso machen können. Ja. Ja. Ich habe mir immer überlegt, ich brauchte einen Innenverteidiger. Am besten nicht aus der Bundesliga, sonst wärst du auffällig. Ja. Und dann halt Kehrer oder Rüdiger. Das war meine Überlegung. Oh no. Da habe ich Glück gehabt. Da habe ich echt Glück gehabt. Ja, ist echt so. Ich halte rein. Ja, ich bin ready. Links habe ich mich entschieden. Ich habe einfach nur gehofft. Du hast gesehen, linke Seite ist schon Premier League. Dann gehe ich noch weiter in die Premier League. Und habe mich für meinen roten Leroy Sané entschieden. 87. Okay. Eine Frage. Ja. Wen hast du im Sturm genommen bei dem Bayern oder was auch immer was? Oder Dortmund oder... Welchen Verein hast du? Ich habe meine Karte schon da. Welchen Verein hast du? Okay. Ich habe mich entschieden Na, warte, für den deutschen Stürmer. Den Stürmer, genau. Nur, sag nur den Verein. Bayern. Maximilian Philipp. Hast du? Ja. Oh Gott. Ich habe Müller reingeschrieben. Echt? Was? Ey, die ist gar nicht so schlecht, die Karte. Diese eine Cannibal. Wirklich? Ja, die ist nicht schlecht, ja. Und jetzt, den habe ich, das, den spiele ich jetzt zum ersten Mal. Ich weiß gar nicht, warum ich den damals gemacht habe. Er hat nur ein 84 Rating. Sancho, ja. Ja, ich habe ich habe aufgeschrieben Alaba, der hat ja auch so neue Football of the Happy Birthday Karte. Sané habe ich aufgeschrieben und Thomas Müller. Wem hast du links aufgeschrieben? Sané, der kann weg. Was? Der kann weg. Oh, ja, und ich wollte. Sané kann weg damit. Wie kommst du auf Sané? Ja, ich dachte halt, du gehst mit Müller und deswegen Sané, Premier League links hat irgendwie so gepasst. Oh. Und manchmal nimmt man ja auch die offensichtlichen Sachen so. Ist echt so. Ja, jetzt würde ich sagen, lieber Pato, du hast, wie viel brauchst du Spieler? Ein oder zwei? Einen habe ich. Und gefühlt drei große Spiele in der Abwehr mit meinem Torhüter und Rechtsverteidiger und Linksverteidiger. Stimmt. Oh no. Stimmt, ja, stimmt. Ich muss jetzt die Spieler noch einkaufen und dann gehen wir gleich rüber zum Spiel, oder? Ja, abwärts. Oh no. Oh no, mein Bester. Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich zugeben. Dein Team sieht mega geil aus. Ja, sieht meins aber auch. Aus. Wie heißt das? Die eine. Die 4-2-3-1. Was machen meine Verteidiger? Geh nicht drauf. Was? Oh, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Uff.
Was? Ja, Mann. Eins beautiful. Schweinig. Ey. Weißt du, was mich so nervt? Dass ich einfach meine Schüsse nicht verwerte. Ja, das stimmt echt. Du hast so gute Chancen. Ja. Aber das Schwein. Schöner McGiddy-Spin. Oh Gott. Wow. Oh, das ist Glück. Komm, Öli. Beauty. Ja, Mann. 2-0. Ey. Mir gelingt das echt nicht, flüssig zu kombinieren. So bitter. Was ist das nochmal für eine... Oh, 4-3-3. Ja, ich sollte echt wieder mehr spielen. Man merkt es so richtig. Das war gar nicht geplant. Was? Oh. Das war beautiful. Aber trotzdem krass. Da laufen 5 Spiele von mir drauf. Krieg ich nicht. Das ist auf jeden Fall nicht meine Woche. Was? Dieser Olsson, nee, was glaube ich für Olsson? Ich meine, Larsson ist krank im Schuss. Schon, ne? So einen Schuss, Alter. Und jetzt steht es 4-0. Fato, Mann. Das wird mir lustig. Nein, das, nein, Bruder, das braucht er gar nicht leid tun. Also ich kann mich gar nicht mehr freuen über die Tore. Nein, ich weiß ganz genau, dass ich heute echt nicht gut bin. Aber egal, egal. Ab dieser Woche geht's wieder los mit Gameplay, mit Weekend League. Ja, jetzt, ja, safe. Da ist es ja, aber cool. Guck mal, dein Torhüter, Spinne. Den habe ich einen Torhüter. Ja, deinen kroatischen Bruder. Meine kroatische Krake. Der ist echt also, so. Also, der Wärmer ja gut. Ja, das stimmt. Was? Das gelingt, was geht ab? Da gelingt echt alles, Alter. Ja, heute, also heute muss ich sagen, es geht alles rein. Ich habe keine Ahnung, Pato, was gerade wow. Aber ist auch schön drin gewesen. Verliere ich den nächsten Supersub, oder was? Mit David Lewis. Ja, oder was mit Keen? Spielst du den ab und zu? Nee, den spiele ich gar nicht. Nein. Ich weiß gar nicht, wann ich so viele Tore bekommen habe, Alter. Das ist so krass. Vor allem muss man sagen, letzte Zeit war ich eigentlich auch nicht so gut in Form. Ich bin gar nicht gut in Form. Oh mein Gott. Alter, das tut gar nicht weh. Ich hatte heute noch 600.000 Coins. Vater, wir müssen irgendwann in 2-3 Wochen oder so eine Revanche machen. Oh ja. Dass ich alles wieder zurückbekomme, deine ganze oh, ja. Energie, du musst du dann wieder zurückhauen. Und dann... Schau! Und dann schließe ich aufs Tor, hast du so einen scheiß Fliegenfänger! Wenigstens kann ich meine Sonne behalten. Na stimmt, den habe ich jetzt schon. Guck das an, wie was? Kann er den halten? Mit seinen Ellbogen! Ja, was? Ja! Da ist der. Ich krieg ein Tor, Leute. Wer war denn das? Jetzt sind sie noch fünf. Dankeschön! Danke, dass du mich daran erinnert hast! Kommt die rote Karte? Gibt's warte, wenn ich bei rot gefallen. Warte! Kriegt er rot? Er kriegt rot. Er kriegt einfach rot. Egal, egal, er verabschiedet sich schon mal. Hey, was war jetzt? Was machst du, Pato? Was machst du, Pato? Tu uns das nicht an! Beweg dein Torwart doch nicht! Er wäre eh reingegangen! 95. Minute! 6 Spieler, Leute, einfach alle rest in peace! Es war nicht meine Folge! Es war nicht mein Tag, es war gar nichts! Oh mein Gott! Sehr, sehr gut gespielt, Bruder! Ich schwöre! Zum Gameplay, zu meiner Leistung, man braucht echt nicht viel dazu sagen. Das war katastrophal. Habe ich echt 6 Spieler zum Schießen? Ja, ist das dein Rekord? Ja, absolut. Mein Rekord ist auch, glaube ich, 6 oder 7. Ich kann jetzt schon mal sagen, egal was ich jetzt abstoßen werde, das tut mir wirklich leid hier. Bruder, das ist hier alles gut. Das tut richtig weh gerade. Alles Mann. Gut. Sag dann, wenn du ready bist. Ich bin nicht ready. Du bist nicht ready? Oh mein Gott, es tut so weh. Ich hab noch nie so viele Spieler in einem Tag, das gerade. Das kann ich nicht sagen. Ja, Bruder. Ich hab noch nie so viele Spieler. Du kannst schon loslegen. Echt? Ja. Okay. Pass auf. Mir fällt's echt schwer gerade. Okay. Ich fang an. Ich nehm beide Innenverteidiger und Torwart. Der Tag ist so grimmig, eklig. Nein. Es ist David Lewis dabei. Nein, echt. Es ist David Lewis. David Lewis.
Das ist die beste Karte eigentlich. Die kann man doch nicht abschließen. Ich werde die nie wiederbekommen. Es ist euer... Ey, innerhalb David, zwei Tage verliere ich 4 Supersubs. Meines Main-Teams. Nicht meines dritten Teams, meines Main-Teams. David, Luis, was hat er gekostet? Ich habe 2 Millionen Kreuze in 2 Tagen verloren. Das tut so weh, Mann. Es tut so weh. Okay. Also wir haben gesagt, 2 Innenverteidiger und den Torhüter, gell? Ja. Gut. Dann nehme ich noch linker Flügel und rechter Flügel. Ja, es ist wieder ein Spieler dabei, den ich nie wieder bekomme. Es ist Sancho dabei. Okay. Ölschlängel. Und dann nehme ich noch den linken ZTM. Waren das dann alle? Ja, ich glaube, wir haben 3, ja. Ja. Ibra lebt, Keen lebt auch. Das ist schon mal Also, du hast Ölschlägel abgestoßen. Ja. UCL Fritz abgestoßen. Okay. Kann man damit leben, ja. Diesen Torhüter abgestoßen. Jadon Sancho abgestoßen. Okay. Wants to watch Goretzka. Was? Abgestoßen. Warte, ich stoße nicht zu viele ab. Wie viele sind wir jetzt schon? Ja, wir sind jetzt gerade beim 5. Spieler, Bruder. Ah, okay. Gut, da habe ich nicht zu viel genommen. David. Alter, Goretzka und David Luiz. Und Sancho. Leute, ihr könnt echt schreiben, ich bin schlecht und keine Ahnung was. Aber ich bin eigentlich nicht schlecht. Nein, Pat und ich sind wirklich 100%. Das kann ich euch sagen. Wir sind eigentlich immer gleich gut. Was heute los war, ich habe keine Ahnung. Wow, aber ich verspreche euch, ich werde wieder trainieren, ohne Witz. Also, wenn ihr das Video guckt, ein paar Stunden später streame ich dann. Und bitte auf ein besseres Ergebnis. Und, ja, Mann. Bruder Herz. Es tut mir leid, Bruder, Mann. Mir hat's aber trotzdem Spaß gemacht. Mir hat's unendlich Spaß gemacht. Also, danke dir auf jeden Fall nochmal dafür. Wenn ihr das auf jeden Fall öfter sehen wollt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben. Was heißt öfter sehen? Nein! Also wenn ihr wollt, dass Tabak mal abstößt, aber... Ja, dann Daumen nach oben da lassen, Jungs. Wenn Tabak abstoßen soll, genau. Daumen nach oben, lasst die 3000 springen. Aber generell die Kombination Pate und Tabak. Ja, Mann. Da braucht man gar keine Memes. Das passt einfach. Da braucht man keine Memes, um das Video unterhaltsamer zu machen. Man versteht sich gut, die Chemie ist da. Aber Bruder, du musst den immer noch abstoßen. Prinzip ist 3 runter. 3, 2, 1 und ciao, David Luiz. Ich zitter hier, Alter. Ach. Das tut so weh. Oh, Mann. Ich glaub's dir. Ich glaub, du wirst heute nicht schlafen können. Ja, wie gesagt, mir persönlich hat es trotz allem sehr, sehr Spaß gemacht. Es tut mir zwar weh, aber trotzdem, so ist das Spiel. Das ist das Risiko. Wer nichts leiden kann, das soll das nicht machen. Dennoch irgendwie in einer gewissen Art und Weise weh. Aber der Spaßfaktor war vorhanden, war mega geil. Und wie gesagt, gebt noch alle gerne einen Daumen nach oben. Tabako hat das letzte Wort. Ciao, Leute. Ich habe nicht mehr viel zu sagen, Jungs. Tut mir leid an die Pato-Family. Und wir sehen uns dann irgendwann beim nächsten Mal. Haut rein, euer Tabak. Ciao. Ciao.